Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ihr seid die Besten. Immer dran denken. Wir hängen immer noch. Ich habe mir nicht mal den Namen von dem Boss gemerkt. Wie heißt der? Oh Mann, ey. Ich hänge immer noch an dem jedenfalls. Ihr wisst schon Bescheid. So, let's go. Oh, jetzt habe ich die falsche Hellebarde drin. Nicht gut. Ich muss ja nicht die Hellebarde auf dem Weg darunter schon kaputt machen, mit der ich dann kämpfen will. Ah, verlorene Sünderin heißt der Boss. Sehr gut. Könnt ihr? Der Weg regt mich mehr auf als dieser Boss. Jetzt stehen sie beide da hinten. Nein! Ah. Boom! Die haben ihren eigenen Kopf. Ja, absolut. Ach, Mann, ey. Blöde. Ach, fressen wir einen Lebensstein. Passt schon. Bom, bom, bordel, dorum, dum, 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 dordel, dorum. Ich habe keinen Schaden gekriegt, habt ihr das gesehen? Ich verbessere auch meine Ausweichtaktik bei dem Typen. Geil. Auf zur verlorenen Sünderin. Es ist eine gute Lady in dem Fall. Shit. Oh, das gibt Schaden. Ja, die Schwertspitze. Ach so, und der Tod. Ja. Die Schwertspitze trifft nicht wieder. Das sollte zumindest einen halben Damage geben oder irgendwas, wenn man weit genug wegsteht und nicht den vollen Schaden mit dem vollen Stun. Ja. Ja, die nicht beendete Animation, das. Aber da sind wir halt tatsächlich wieder bei einem Thema, dass bei so einem Spiel sowas nicht sein darf. Das darf nicht sein. Dass die Animations. Ach, okay, wir haben ihn schon 12 Mal gekillt. Oder 15 Mal oder keine Ahnung. Auf jeden Fall oft genug, dass er nicht mehr da ist. Hallo? Ja, ist okay. Musst mich nicht zweimal noch treffen. Haben wir es bald geschafft? Und noch ein Lebensstein. Nice. Ja, guck mal. Benutzen wir die auch gleich, oder? Oder machen wir einen Flakon? Wir machen einen Flakon. Nicht sichtbare Animationen. Das finde ich halt. Ist nicht cool. Wenn ich so ein Spiel spiele, das so skillbasiert ist, dann
darf es keine Animation geben, die nicht mehr sichtbar ist. So, also, wenn du verstehst, was ich meine. Ah ja, das Rumgeeier, wenn er aus der Balance ist, ist auch eine schöne Sache, absolut. Ja, vorhin habe ich einen Kopfschuss bekommen von den Bolzen. Ich glaube, da warst du gerade nicht da. Und der Pfeil war einfach so viel über meinem Kopf im Kopf. Und das zählt dann als Headshot, der mich aus der Balance bringt. Eigentlich nicht. Eigentlich sollte das ein Schuss sein, der einfach keinen Schaden macht und der über meinen Kopf hinweg geht. So, wenn der schon 10 cm drüber im Kopf steckt, dann, boah, weiß ich nicht, Digga. Ja, das Ausholen nach hinten. Okay, seltsam. Zu viel Zeit gelassen. Das war schlecht. Aua. Och ja, komm, ey. Drecksack. Hallo? Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich sie aus dem Fokus krieg, wenn sie hochspringt. Das ist bisher auch nicht passiert. Jetzt gleich dreimal hintereinander. Wild. Aua, ja, da habe ich die Bewegung gesehen, aber... Komm, hau zu. Autsch, autsch, no! Jetzt wird's eng. Gut. Scheiße, Mann. Warum habe ich sie dreimal aus dem Fokus verloren beim Hochspringen und beim vierten Mal jetzt nicht? Da blieb sie in meinem Ding drin. Oh Mann, ey. Wow. So, der ist tot. Da ist nur noch einer übrig. Guck mal an. Mega guter Versuch. Dankeschön. Danke, danke. Ja, also... Ja. Ist jetzt... Ich sterbe eigentlich nur noch ein bisschen, vielleicht minimale Unaufmerksamkeit und ein bisschen Pech. Gepaart mit nicht hundertprozentiger. Gepaart mit nicht hundertprozentigem gepaart mit nicht hundertprozentigem Ernstnehmen des Gegners. So. Deswegen sterbe ich. Und gerade eben hat mich die Spielmechanik hier schon wieder ein bisschen genervt.
Er ist einfach, warum ich den aus dem Fokus verloren habe, weil er halt hinter mich gesprungen ist. Hier, ja, jetzt habe ich den Fokus wieder nicht mehr verloren. Ach komm, ey. Musste jetzt sein, ne? Ach ja, klar. So. Ah, diese dämliche Ausdauer. Und hier schon wieder einen Treffer, der ein bisschen komisch war. Fuck. Ja, und da auch. Das war auch wieder 100%. Merkt euch 11 Minuten. Wir gucken nachher rein. 11 Minuten merken. In 50 Minuten nach der Aufnahme gucken wir gemeinsam rein. An diese Stelle. 11 Minuten 11. Er hat mich nicht getroffen. Und ich habe trotzdem Schaden gekriegt. Und wurde getötet. Es ist sogar 11 Minuten 11 tatsächlich gewesen. So, bist du jetzt noch am Leben? Ja, du lebst immer noch. Das war kein Treffer. Und wenn, dann ein ganz seltsamer. Ein ganz, ganz seltsamer Treffer. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Bewegung des Gegners an der Stelle, ob er sein Schwert irgendwie in Wellen bewegt und er mich deswegen getroffen hat, oder... Da ist bestimmt irgendein Gezubbel zu sehen im Nachhinein. Ich denke, für YouTube mache ich da ein extra Kurzvideo draus. Die Leute, die dann das Gameplay schauen, die können ja dann umschalten, sich das kurz reinziehen. Ja, immerhin habe ich keinen vollen Schaden diesmal durch ihn gekriegt. Hier auch wieder. Warum habe ich gerade Schaden bekommen? Oh Mann. Oh oh. Shit. Das war zu lang gewartet mit dem Trinken. Kacke. Fucking hell. Da lag ich sogar neben seinem Schwert. Er hat nicht getroffen. Ihr habt's gesehen, ich lag neben seinem Schwert. Ach Gott, ey. Sowas kannst du nicht bringen bei so einem eng basierten Spiel. Das, also... Bei jedem Boss, es kann doch nicht sein, dass jeder Boss in diesem Spiel seine Fehler hat, Mann. Habt ihr nicht einen einzigen hingekriegt? Und warum dreht er sich zu mir? Warum? Warum er steht? Sein Schwert liegt auf dem Boden. Warum dreht er sich mit mir mit? Was soll das? Wenn ich ihn am Umrunden bin. Der Schlag von ihm ist vorbei. Und er steht still, mit mir mitgedreht. Ey, komm. Oh. Ja.
Mann, ey. Ich versuch's ja wirklich. Ich hab's... Ich bin heute hier... Ich hab mich hier hingesetzt und hab gesagt... Ignorier's, wenn nochmal sowas passiert. Mach einfach... Zieh's durch und freu dich darauf, dass es vielleicht besser wird. Ich gebe mir wirklich Mühe. Jedes Mal, wenn ich mich hier hinsetze zu Dark Souls 2 seit letzter Woche. Also letzte Woche war noch so, okay, ja, mache ich. Also das erste Mal jetzt heute. Das erste Mal, wo ich mich wirklich selber überreden musste, dass ich jetzt hierher gehe und das anmache. Es tut mir echt leid. Ich hab's wirklich versucht. Ich wollte nicht wieder so salty und toxisch hier reingehen in dieses Spiel, aber nur einmal draufhauen, ja, das habe ich ja. Alles gut. Zweimal hauen mache ich selten. Ganz, ganz selten. Meistens haue ich nur einmal. Das ist ja alles kein Problem. Weißt du, das Schlimme ist... Ich kann ja die Bewegungen, ich sehe es ja, ich kann sie einschätzen, ich sehe die Bewegungen, ich verstehe den Boss. Es ist für mich alles, jetzt wenn ich nicht gerade meine eigenen Seelen aufsammeln, es macht alles Sinn. Ich kann ausweichen und es funktioniert, ne? Also das Ding, das ist nicht mehr schwierig für mich. Ich habe den Boss gelesen, ich kann ihn. Ich kann alle Moves ausweichen. So, kein Thema. So, aber mich ärgert es halt tierisch, wenn ich Schaden krieg, wo ich keinen kriegen sollte. Und das ist, finde ich, unfair. Und sobald es unfaire Sachen in dem Spiel gibt, oder auch in der Welt, die regen mich dann tierisch auf. Da kann ich mich wahnsinnig drin reinsteigern in solche Dinge. Sobald was unfair ist. Und das ist einfach meine Natur. Unfaire Sachen gehen gar nicht. Gerechtigkeit ist für mich, ist mir wichtig. Wie Eduard Laser schon sagte. Nein, das war Freiheit, war mir, ist mir wichtig. Und wenn ein Spiel, weil es einfach schlecht programmiert ist, unfair ist, durch schlechte Programmierung schwer wird, dann ist es unfair. Und ja, das regt mich halt wahnsinnig auf. Und das kann ich nicht ignorieren. Ach, guck mal, jetzt sind sie alle weg. Ich bin doch bestimmt 5-6 Mal mittlerweile gestorben, weil der Boss mir Schaden gemacht hat, wo er mich eigentlich nicht getroffen hat. Sicherlich. Sorry, also es kann ja sein, dass einem das gefällt, dass das Level-Design nicht so leicht erkennbar ist wie in Dark Souls 1. Ich kann es nur mit Dark Souls 1 vergleichen. Dass das Level-Design nicht ganz so geradlinig ist wie in Dark Souls 1. Ich fand es sehr geradlinig. Ich habe mich super zurechtgefunden dort. Alles gar kein Problem. Hier bin ich ein bisschen unsicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist, hatte ich bei Dark Souls 1 das Gefühl nie. Ich übersehe manchen Schalter hier in dem Spiel. Es ist ein bisschen unübersichtlicher. Das kann einem wahnsinnig viel Spaß machen, dass man einfach Sachen suchen muss. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn man das Spiel mag, weil es ja einfach mal ein anderer Ansatz in manchen Situationen ist. Aber was halt gar nicht geht, sind diese unfairen Momente, die das Spiel rüber, dieses Spiel macht, produziert, weil es einfach schlecht entwickelt ist. Und das... Ach komm, scheiße, jetzt bin ich tot. Nee, bin ich nicht. Ja, weil ich mich vorhin über dich lustig gemacht habe. Weil ich so gut ausweichen kann.
musst du jetzt einen Pattern mir vorgeben, das nervig ist. Da hat er sich jetzt gedacht, so, jetzt drücke ich dir nochmal eine rein, bevor du mich besiegst. Bevor du mich besiegst, drücke ich dir jetzt nochmal ganz mies eine rein. Lass mich das schlucken hier bitte. So, letztes Menschenbild. Achso, dann sollte ich mich natürlich ans Feuerchen setzen. Ja, nachdem die Orks hier oben weg sind, ist es natürlich auch ein leichtes, jetzt hinzukommen mit weniger Schaden und nicht so eine Rumtuerei. Ich finde das ganz geil, dass diese Hellebarde, die ich hier habe, oder riesige zweischneidige Axt, würde ich es eher nennen, dass die sich immer repariert nach dem Tod. Das ist cool. Dafür hält sie nicht so lang, aber das passt. Guck mal, ich muss nicht mal eine Rolle machen. Aus irgendeinem Grund war der Gegner gerade. Oh Mann, ey. So, jetzt aber. Sünderin. Ich komme. Ich komme! Ja, jetzt muss ich wieder Ausdauermanagement betreiben. Oh, oh. Aua, das tut jetzt weh. Ja, ist gut. Zu spät, zu langsam, zu spät, zu langsam, zu spät gesoffen. Fucking hell. Ich musste schon viel zu viel saufen gerade. Okay. Ach, come on. Ich drück, ey. Ah. Ah. Ich habe extra versucht, jetzt nicht gierig zu werden. Hat nichts gebracht. Aber nee, der schwere Schlag, der macht hier nur so eine Pirouette. Der macht nicht mehr Schaden, sondern der trifft mehr Gegner. Der trifft auch welche hinter mir mit der Waffe. Deswegen. Weiß ich nicht.
Die Frage verwirrt mich ein klein wenig. Seit wann kann ich denn am Computer nicht mit Controller spielen? Ich spiele am PC, aber mit Controller. Der gute alte Xbox-Controller. Beste, wo gibt? Da schon wieder einen Schaden bekommen, wo keine Ahnung warum. Da auch wieder. Warum? Wo kam dieser Schaden her? Komm. Aua. No. Oh oh. Jetzt so. Komm her. Nice. Ihr zwei steht da hinten natürlich jetzt immer noch. Ist hier ein Durchgang? Ja, hier ist eine Tür. Sag mal, wäre es eigentlich, sehe ich das richtig, dass ohne das Feuer anzünden es hier stockfinster gewesen wäre? Ja, deswegen musste ich das anzünden. Sonst hätte ich nichts gesehen. Der wäre fast ins Auge gegangen, meinst du? Ich benutze jetzt erst das Feuer und dann gehe ich an die Kiste. Ein Urleuchtfeuer. Zum fernen Feuer zurück. Was? Nö. Stockendunkel, ja. Okay. Duftzweig, Elisabethpilz. Okay. Nice. Ich vermute mal, dadurch, dass ich die jetzt gekillt habe dort, bin ich fertig mit dem Turm? Ein Urleuchtfeuer. Hey, hast du mir irgendwas dazu zu sagen? Ah, guck mal. Okay. Gehen wir mal auf 25 und noch ein bisschen Geschicklichkeit. So. Und jetzt?
Also. Ich vermute mal, die Nummer im fernen Turm ist erstmal durch. Ich könnte noch. Hier gab es noch eine Sache. Gibt es vielleicht irgendwie einen Boss oder so? Könnte sein. Aber hier gab es auch noch einen Boss, den ich nicht... Wo ich, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob da ein Boss ist. Ich denke mal, dass da ein Boss ist. Wir können ja mal ganz kurz hingucken. Ich glaube, das war hier. War das da? Und zwar da drüben in die Kathedrale rein. Ja, hey, lass mich mal durch. Ich will immer noch nicht gegen euch kämpfen hier. Kein Bock auf euch. Wir laufen hier einfach durch. Ach, guck mal, der patrouilliert hier mittlerweile. Okay, von mir aus. Lasst mich mal vorbei. Du auch bitte, danke. Oh, hier war ich nämlich noch gar nicht. Ja, hast du auch ein Problem mit mir? Jupp, ist okay, verstehe ich. Hey, ein Drache! Hi! Scheiße! Nein, nein! Hör auf zu pusten jetzt! Was zum... Wie lange kann er denn pusten? Und er macht keinen Schaden an die Gegner! Ja, genau! Er macht denen keinen Schaden! Ich glaub's ja nicht! Aber mir... Ja doch, guck mal, jetzt hat er denen ein bisschen Damage gemacht. Ja gut, also gegen einen Drachen muss ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Keine Ahnung, sehe ich nicht. Boah, das waren noch 10.000 Seelen, ne? Scheiße. Kurz bevor ich vom... Also beim... Ich sehe überhaupt nichts. Es sind auch keine Frames ausgelassen oder so. Es tut mir leid. Ich würde fast vermuten, dass es vielleicht eher auf deiner Seite liegt. Ich hoffe, dass die Aufnahme glatt ist. Sonst müssen wir nachher mal schauen. Vorm Feuerspein. Also bei mir lief alles super rund. Ich habe auch keine ausgelassenen Frames. Jetzt gucke ich mal nochmal ganz kurz in meinen Hardware-Monitor rein. Nee, alles bestens. Ich würde nicht sagen, dass es an mir liegt, tatsächlich. Wäre jetzt natürlich spannend, noch jemanden im Stream zu haben, um zu wissen, ob da vielleicht noch jemand Probleme hat. Gut, also da hinten komme ich nur zu einem Drachen? Nee, da ist doch auch eine Brücke, die irgendwie runtergeht, aber da war kein weiterer Weg. Ha. Da war ich durch. Läuft gut. Okay, guck mal. Also liegt's eher auf deiner Seite, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wahrscheinlich dein Internet irgendwie. Benutzt du am Computer WLAN? Vielleicht liegt da das Problem. Ich habe immer noch keinen Auftrag in dem Spiel, ne? Sollen wir mal da runterschauen? Sterbe ich, wenn ich jetzt da runterhüpfe? Wir werden es gleich sehen. Zack. Ich brauche den Scheißring. Ah, WLAN. Da würde ich dann am ehesten beim WLAN das Problem erstmal suchen, tatsächlich. WLAN ist... mag ich gar nicht. Ah.
Okay, ich weiß, wo es weitergeht. Oder wo ich zumindest, wo ich weiterlaufen kann. Ich habe ja immer noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Hey! Da hinten! Da ist Sauron! Da oben! Seht ihr es? Habt ihr es gesehen, den Turm? Da oben lebt Sauron! Jetzt wissen wir, warum er so mies gelaunt war in Herr der Ringe. Der hat sein Leben... Nee, andersrum. Da ist nochmal was... Ja, stimmt, Moment mal! Da hat sich Dark Souls 2 nochmal was von Herr der Ringe abgeguckt. Ja, wow. GZ. FromSoft. Habt ihr gut gemacht. Den Turm von Sauron. Was gammelst du hier immer noch rum? Komm mit. Ich mach jetzt auf. Ich hab nämlich einen Duftzweig. Ey, warte mal. Du bist ja gar niemand, den man killen muss. Du lebst ja noch. Hi. Thank you. Thank you. I've been petrified. Hard to speak. Please. Ah, jetzt. I'm fine. I think. No, no, no. I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Rosabeth. Thank you so much. Schöner Name. For rescuing me. Ey, wenn das ist ein cooler Name, Rosabeth. Oh. You're that traveler. I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life, if you had not come. Oh, I feel shameful, wearing these rags. I hate to burden you further, as you've already saved my life. But, just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? Alles. I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Anything at all will do. Ja, nimm. Put it on the ground, and I'll change into it later. Oh, guck mal, den gibt's in Höhleninfanteriehelm und Infanteriehelm. Ach so. Den gibt's in verschiedenen Ausführungen. Königsschwertkämpferhelm und ist der gleiche, okay. Paul, grüß dich, hi. Hier, den. Und... Das. Und nimm noch das. Hoppla. Sind die okay? Feste Lederstiefel, Lederstiefel. Nee, warte mal. Hier. Gegenstand kaufen. Was hast denn du so? Zauberkram.
Erhöht Feuerabwehr, erhöht Blitzabwehr, erhöht Finsternisabwehr. Okay. Thank you so much. I'm very happy for this gift. Viel Spaß bei D&D. After I change into this, I'm heading for Matula. Ja, ist okay. I'm not sure where I might find the Lord. But perhaps Matula is my best chance. Okay. Du, also den Lord habe ich da hinten gesehen. Da ist ein Turm. Da sitzt er, glaube ich, drin, ganz oben. Und dort guckt er auch immer raus und scannt die Gegend mit seinem Leuchtauge. Oh, wow, 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 what the fucking... Holy guacamole! Nee, hört mal auf, bitte. Hört mal auf, bitte. Nochmal so ein niemals die Deckung runternehmen Moment in Dark Souls, ey. Meine Güte. Müsst ihr mich so erschrecken? Estus Blockhausscherbe, wuhu! Leuchtfeuer, wuhu! Du bist draufgegangen beim ersten Mal. Ich lasse mich von sowas nicht erschrecken. Ja doch, Schattenwald müsste passen, ne? Alter Hexenzirkel, ja. Wird schon richtig sein. Oh, boing. Ich, geh mal ein paar alte Hexen killen. Muss ich jetzt jedes Mal die Tür aufmachen, wenn ich hier durch will? Auch irgendwie eine Schande. Ach, guck mal, jetzt sind die ganzen Boys hier noch drin. Die sind wahrscheinlich da rausgekommen, als ich die Tür aufgemacht habe. Ach so, Moment. Ich muss das jetzt jedes Mal machen. Das ist ja eine miese Nummer. Was ist er denn? Gürmhandschuhe. Okay. So Leute, nächster Boss. Let's go, wo bist du? Schattenwald. Hallöchen. Gib mal. Schwindende Seele. Okay. Hi. Ja. Ich hab dich schon gesehen da oben links. Bewerfen Sie mich mit Steinen.
Warum haben die einen riesigen Sack? Ah, sind die geil, ey. Oh, Mann. Könnt ihr mal aufhören, mich mit Steinen zu bewerfen? Ich versuche meiner Tochter beizubringen, das nicht zu tun. Mann, keine Manieren. Schlechte Eltern gehabt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schlechte Eltern gehabt, Jungs. Seele des stolzen Ritters, Menschenbild, jawohl, jawohl, jawohl. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Hä? Das nächste Leuchtfeuer schon? Okay. Seltsame Nummer. War ich bisher nicht so ganz gewohnt, dass ich so schnell Leuchtfeuer krieg. Ja, ihr seid doch die Viecher, die abhauen, ne? Wann kommt ihr? Euch habe ich schon mal gesehen. Rennt ihr jetzt zu den Hexen? Hätte ich euch killen sollen? Ne? Oh! Lass mal bitte. Nee, lass mal. Lass mich mal. Ich will nichts von dir. Den Loot. Pfeif auf den Loot da unten. Ganz ehrlich. Ist deiner. Ja, ja, ich nehme dir nichts weg. Vor denen habe ich Respekt, ich weiß nicht. Gegen die will ich nicht kämpfen. Hey, wer bist du denn? Ha, ich muss gegen den unten kämpfen, damit ich die Tür hier aufmachen kann. Autschi, Autschi, Autschi. Okay. Das Symbol des Königs in eurem Besitz. Aha. Okay, nochmal so eine Tür. So eine Tür habe ich schon mal gefunden. Oh, wo genau die jetzt war? Irgendwo im ersten Gebiet, in dem ich mich rumgetrieben habe. Ey! Ja, weiß ich nicht. Wo geht's hier lang? Okay. Ihr seid uncool. Ihr seid mega uncool. Ich hab's begriffen. Ist okay. Aber ihr sterbt recht zügig. Das Symbol des Königs. Ja. Wo gibt's wohl das Symbol des Königs? Oh shit. Gut, ja. Weiß ich jetzt nicht. Die haben mir schon relativ viel Leben abgesnackt gerade. Ich habe nur noch keinen Flakon mehr. Und da ist ein Geist. Oh nee, bist du wieder so ein Finstergeist-Bastard? Oh!
der kann mir Schaden machen. The fuck? Ich ihm aber nicht. Ja, lass mich mal an dir vorbei. Auf so einen Unsinn lasse ich mich nicht ein. Ich finde doch hier bestimmt gleich nochmal ein Leuchtfeuer. Schrein des Winters. Sucht mächtigere Seelen. Ey! Ich hab doch schon mächtigere Seelen. Ich hab supermächtige Seelen. Ich bin allmächtig. Okay, also da oben. Keine Ahnung. Kannst du mal aufhören? Ach, es geht jetzt hier Sucherei los, oder was? Ist nicht euer Ernst. Muss ich jetzt suchen anfangen? Verfolgt der Typ mich jetzt immer noch? Also Kathedrale, ich guck mich, glaube ich, doch noch mal ein bisschen hier um. Ich glaube, ich sollte mich noch mal ein bisschen dort umgucken. Und dann haben wir ja noch die Nummer bei der Katze. Mit diesem großen Brunnen in der Mitte. Komm mal her, du. Hau mal zu. Ja, ist schon klar. So. Muss ich den Drachen killen? Es könnte sein, dass ich den Drachen killen muss, ne? Damit die Brücke runtergeht. Es könnte sein. Ja, dann arbeiten wir uns mal vor. Komm mal her, du. Ach ja. Gut. Hey! Was ist das denn? Lol. Um sich den Bosskampf einfacher zu machen. Ach, super. Okay. Gut. Bis zum nächsten Mal. Geil. Oh Mann, ey. So, jetzt den Keulen-Johnny in der Mitte, wa? Nee, du hast gar keine Keule. Du hast ein großes Schwert. Dann komm mal her, du. So, jetzt kommen die anderen beiden. Keine Lust, zwei auf einmal zu bekämpfen. Gehen wir mal ein paar Schritte nach hinten. Autsch. Autsch. Ja, da war noch nicht der Zeitpunkt zum... Na? Wann haut einer von euch wieder ab? Oder kommt ihr jetzt beide durchgehend?
Na? Ah, jetzt dreht der eine um. No! Haha, wir sind beide gestorben. Verdammt! Renne ich da jetzt 12 Mal durch, damit die halt weg sind, damit ich mich diesem Drachen annehmen kann? Wahrscheinlich wäre es das Beste. Eigentlich wollte ich so Farming-Gedöns echt vermeiden, weil da habe ich voll keinen Bock drauf. Dass ich hier jetzt 5 Mal durch die gleiche Ecke laufen muss, weil einfach das Spiel das verlangt. Ey, der lebt ja noch! Wow! Der hat das überlebt mit einem HP. Ich habe den Lebensbalken gesehen, da war nichts mehr. Mist. Zwingt mich jetzt das Spiel wegen der Levelarchitektur, dass ich das Farmen anfange? Das ist doch scheiße. Hä? Er stirbt nicht. Ist meine Waffe wieder kaputt? Nee, eigentlich nicht. Ich sollte mal heilen zwischendurch. Aber ich sehe mich nicht zum Drachen rennen und ihn da irgendwie killen. Also ich sehe es nicht dort... Okay. Okay. Seltsam. Alles seltsam hier. Was war das? Wieso hat der Gegner jetzt so harten Lag gehabt? Oh Mann, ey. Geil. Habt ihr das gesehen, wie der abging? Super. Du, ich habe deinen Hebel schon bedient und gefunden. Du brauchst gar nicht so tun. Der stirbt auf 2 Hits. Ja, wenn ich sowieso gegen euch gleichzeitig kämpfen muss, dann kann ich auch gerade hier bleiben. Aua! Blauer Apfel? Jetzt hast du Angst, oder wie? Nachdem ich jetzt deinem Kumpel eine mitgegeben habe.
Da unten liegt ein bisschen Loot. Den würde ich schon gerne mitnehmen. Den hole ich mir jetzt. Wer von euch will zuerst? Du bist der Flottere, ne? So, dann mal zum Loot. Denn Loot tut gut, wie wir alle wissen. Man kann nichts gegen einen guten Loot sagen. Göttlicher Segen. Okay. 3 Lebenssteine habe ich jetzt noch. Kann ich mit 3 Lebenssteinen gegen einen Drachen kämpfen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Meine Hellebarde ist in Gefahr. Blöd. Er wurde nicht gestaggert. Er wurde nicht gestaggert. Er hat alle anderen. Alle anderen. Wurden durch den Hit gestaggert. Er nicht. In der ersten Runde gegen ihn wurde er auch gestaggert. In der zweiten? Nö. Ach, lass mal jetzt. Ach, Mann. Boah, ich will nicht da jetzt 12-mal durchlaufen, dass ich den Drachen da oben probieren kann. Das ist doch scheiße. Okay. Also gut, Jungs. Einmal. Da, Stagger. Ja, wenn ich jetzt halt noch... Dann wurde er auf jeden Fall aus seinem Schlag. Stagger, Stagger, Stagger. Aber der sperrfut sie nicht. So. Zack, ans Leuchtfeuer. Zack, wieder zurück. Oh, ist das dumm, ey. So was Bescheuertes. So, wie oft muss ich dich noch killen? Dass du ganz weg bist. Ha? Wie oft? Ich will nicht... Damit ich ausprobieren kann... Ob die Nummer bei dem Drachen mir irgendwas bringt und die Kathedrale. Die Kathedrale sieht ja irgendwie spannend aus. Das würde ich mir schon gerne mal angucken. Da hinten oben. Aber für mich wirkt es jetzt in diesem Moment gerade so, als müsste ich an dem Drachen vorbei. Um an dem Drachen vorbeizukommen, muss ich hier erst alle killen, die mir im Weg sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gegner. 12 Gegner muss ich jetzt besiegen, 12 mal hier durchlaufen. Weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Und warum tänzelt er eigentlich rum, als würde er Capoeira dran tanzen, ey? Ach, ganz schön wüst. Ein Ritter, der Capoeira tanzt. Mich würde mal echt interessieren, was da drin steckt, ey. Was für eine Gestalt. Ganz schön wild. Oh, den habe ich vergessen.
Den habe ich vergessen. Ich wollte gerade den Loot holen da hinten. Und geil. Hab den Typen hier einfach vergessen. Oh Mann, ey. Oh, jetzt gib mal den Loot, bitte. Seele, Menschenbild, okay. Einfach den Fetten vergessen, der da noch stand. Hey, Lloyds Talisman, hier ist ja noch mehr Zeug. Ja, Niki, dadurch kann ich Seelen farmen, will ich aber gar nicht. Ich komme gut so zurecht. Ich will keine Seelen farmen. Warum sollte ich das tun? So, ich mache Schaden, ich kill die Bosse, ich komme gut voran, ich komme durch alle Gegner durch. Es gibt keinen Grund für mich, Seelen zu farmen. Und jetzt muss ich, weil ich dann mal in die Kathedrale gucken will. Ja, ich weiß, dass ich dadurch Seelen farme, aber eigentlich will ich's nicht. Da hinten ist auch noch so ein Boss-Durchgang. Ich will es halt nicht. Und das ist das, was mich ärgert. Ich muss jetzt, weil ich... Das kann doch nicht wahr sein. Da vorne muss doch irgendwo ein Leuchtfeuer sein. Ich guck mich nochmal da um. Kommt jetzt vielleicht nur einer von euch, das wäre cool. Aber gegen die beiden ist schon ein bisschen nervig, die zu zweit da zu killen. Gibt es hier irgendwo ein Leuchtfeuer, das mich näher an diese Kathedrale bringt? Gute Frage. Okay. Scheiße. Ja, also ich möchte eigentlich hier keine Seelen farmen jetzt. Das ist scheiße zum Zuschauen. Das ist scheiße für mich, weil, keine Ahnung, ich will Fortschritt machen in dem Spiel. Ich will mich jetzt da nicht, weil das Spiel hier ein blödes Design hat. Vielleicht hat's aber auch kein blödes Design. Vielleicht bin ich einfach der Depp an der Stelle und find das Leuchtfeuer nicht das Richtige oder keine Ahnung. Kann ich resetten, bitte? Einmal kurz, danke. Das kann schon sein, dass ich jetzt hier gerade ein Idiot bin. Dann tut's mir wirklich leid. Ja, die Homing-Riesenkeule. Ich muss mich da hinten unbedingt umgucken, aber es sah für mich nicht so aus, als gäbe es da irgendwie einen anderen Weg rein. Okay, er zubbelt sich auf mich zu. Kein erkennbares Muster hier an der Stelle, sondern zubbeln ist hier der Trigger.
der mich darauf hinweist, dass jetzt ein Angriff kommt, zubbeln. Oh, Hilfe! Wo ist die Tür? Da. Geborstener blauer Apfel. Was machen geborstene blaue Äpfel? Ah, okay. PvP-Kram. Ach, eigentlich... Oh! Oh oh. Na, dann nehme ich sie halt noch mit. Die zwei Boys. Ich müsste da jetzt wirklich 12 Mal durchrennen, dass die hier weg sind und dass die hier weg sind und dass die beiden da oben weg sind. Das sind 12 Gegner. 12 Gegner, die ich 12 Mal killen muss oder 15 Mal. Wir wissen ja die genaue Zahl nicht. Ah, ja, ja. Na gut. Ob ich das tun werde, werde ich mir bis zur nächsten Folge nochmal ganz genau überlegen. Aber bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Es tut mir leid, ich habe wirklich versucht, alles zu geben und diesem Spiel eine Chance zu geben. Aber die Fehler, die es hat, kann ich persönlich nicht übersehen. Und wenn ihr deswegen nicht mehr zuschauen wollt oder einschalten wollt auf YouTube, dann schreibt es in die Kommentare. Dann lasse ich es nämlich. Weil dann lasse ich es. Wenn ihr es nicht mehr sehen wollt, ich werde es trotzdem probieren. Wenn ihr es noch sehen wollt, probiere ich es gerne aus, mich weiter dadurch zu kämpfen. Weil die Bosse kriege ich. Hab's gesehen. Bin kein Depp. Irgendwie kriege ich das hin. Gut. Genau. So viel dazu. Tschüss, bis zum nächsten Mal.